Heute haben wir im Trade des Tages uns für einen sehr kurzfristigen Trade im S&P 500 entschieden, eigentlich den marktbreiten Index, den ich sehr, sehr schätze, weil er sehr gerne und sehr viel gehandelt wird, auch von vielen Institutionellen, deshalb auch kurzfristig einen schönen Verlauf hat. Nicht notwendigerweise, aber immer den für uns bevorzugten. So sind wir auch mit unserer Trade des Tages Idee heute ausgestoppt worden. Ein bisschen konnte man nachziehen, aber ich glaube nur ein oder zwei Ticks, das war jetzt nicht der Burner. Aber immerhin ging es zumindest mal nicht teurer aus, als wir uns das im Maximalfall ausgemalt hatten. Das ist mal die gute Nachricht. Auf der anderen Seite natürlich schade, weil eigentlich wünscht man sich natürlich, man kommt rein und dann läuft der Markt. Manchmal passiert es halt das nicht. Wie geht es aber jetzt weiter? Denn wenn man ehrlich ist, die Idee, die wir als Trade vorbereitet haben, die ist rum. Denn die ging drum. Wir haben hier getriggert und an der Stelle sollte der Markt jetzt zügig nach unten laufen. Gucken Sie sich den Trade des Tages nochmal dazu an, da haben wir die Marken dazu genannt. Aber die eigentliche Idee, nämlich dass wir hier vorne eine zügige Bewegung haben und anschließend etwas Korrektives, die ist, wenn auch um eine Schwankungslänge weiter, aber die ist fortgesetzt worden. Das heißt, die eigentliche Idee, dass ich hier etwas mehr oder weniger Langes nochmal auf der Abwärtsseite mit anfügt. Keine Ahnung, ob das nur so eine 1-zu-1-Kiste wird oder ob das irgendwas ist, was deutlich länger wird. Das werden wir nochmal gucken müssen. Aber die Idee, wie gesagt, die gilt. Streng genommen könnte man also jetzt sagen, okay, nehmen wir doch mal hier alle unsere Marken raus, die wir da drin hatten. Und gucken, wo wäre jetzt die Entscheidungsmarke, denn die ist ein bisschen verrutscht. Wir hatten hier jetzt, also unser altes letztes Hoch aus dem Trade des Tages lag hier und das neue letzte Hoch liegt hier, das vorletzte hier und dementsprechend wäre der Trigger an dieser Stelle für die Short-Seite. Das heißt, die Idee grundsätzlich weiterhin gültig, aber als einfacher Trigger, man kann das natürlich auch mit irgendwelchen Indikatorenmodellen auch nochmal gucken, ob man da irgendwo vielleicht dichter rankommt an den Short, das soll aber nicht Thema jetzt heute sein. Trotz alledem, das wäre die Idee, weiterhin, solange die eine Bewegung scharf ist, das haben wir hier, die andere wackelig ist, das haben wir hier, dann ist die Chance, dass es mindestens noch einmal hier nach unten geht, relativ groß. Warum überhaupt das mit den Zielen und wieso traut er sich Short zu gehen, wo der Markt doch hier nach oben geht? Das ist natürlich, sind zwei berechtigte Fragen in diesem Zusammenhang, die aber eigentlich relativ einfach erklärt sind. Denn die Aufwärtsbewegung hier, die ist natürlich völlig korrekt, aber die soll ja auch gar nicht gehandelt werden oder in Relation stehen. Es geht ja wirklich um diese kleine Abwärtsbewegung und die kleine interne Aufwärtsbewegung. Umgekehrt, sobald wir hier tatsächlich irgendwas, ich zeichne es mal sogar lieber auf diese Art und Weise, etwas ABC-mäßiges haben oder von mir aus auch noch mal mehr, das heißt etwas Korrektives hier, dann bin ich natürlich hier wieder auf der Aufwärtsseite mit dabei, dann hätten wir nämlich vorne Schub, dann die Korrektur und dann das. Und man sieht, das ist doch ziemlich exakt das, was wir hier haben. Ich male es mal drüber, zack, und jetzt haben wir hier sowas. Das heißt, dieses Spielchen kann man in jede Richtung und theoretisch auf allen Zeitebenen vollziehen. Also wer längerfristig unterwegs ist und sagt, dieses ganze Gedaddel auf 5 Minuten, das geht mich gar nichts an. Das geht natürlich genauso im längerfristigen Chart, auf Tagesbasis, sogar Wochen- und Monatsbasis, wenn es sein soll. Das Prinzip ist hier das Gleiche. So, das heißt, neues Spiel, neues Glück. Wichtig dabei, auch da das Einzelrisiko zu begrenzen, nicht zu große Positionen zu fahren, denn auch beim nächsten Trade ist nicht 100% sicher, ob der gut geht. Doch die Chancen sind da auf der Abwärtsseite durchaus gegeben. Und das Zweite, die Chance-Risiko-Relation sollte ja zumindest mal hinreichend große Trefferquote sein, dass das funktioniert. Was hier begrenzt ist, ist möglicherweise das Ausmaß nach unten. Wir hatten ein etwas weiteres Target hier gewählt, gemessen an den Fibonaccis. Die 1-zu-1-Projektion lag ungefähr hier auf dieser Höhe. Die muss natürlich gegebenenfalls ein bisschen noch angepasst werden, je nachdem, wie dann der weitere Trade-Verlauf dann ist. Und der Stop typischerweise nicht oberhalb des Hochs, sondern ungefähr bei 78%. Stichwort Fibonacci. Und die letzte Verteidigungsmarke, da kann man sich noch mal ein paar Punkte sparen und es verbessert die Chance-Risikorelation. Das mal als Ansatz, als Idee, wie man damit umgehen kann, was der Markt jetzt heute macht. Ich habe keine Ahnung, woher soll ich es denn wissen, aber wenn er sich entsprechend verhält, dann versuche ich da eben mit dabei zu sein. Verhält er sich anders, sprich, geht er jetzt nach oben weg, warte ich halt auf ungefähr ein ähnliches Bild im nächsten Zeitfenster.
So, in diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie immer im richtigen Zeitfenster die richtigen Situationen finden und auch umsetzen. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute.